Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight und wir sind heute mit David unterwegs, denn ich habe die Aufgabe vom Entitus bekommen, dass ich mit David einmal bitte entkomme. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ja, ich butter jetzt hier ernsthaft gerade meine Werkzeugkiste rein, dafür, dass sie zweimal hintereinander verpupst. Also, und wie geht das? Oh. Wie kann man zweimal einen Skillcheck so schnell hintereinander bekommen? Okay. Wir gucken, wo diese Runde hinführt. Ich hatte noch nie den Henker auf Hawkins, muss ich sagen. Er hat Ruinen. Ich gehe jetzt mal nicht retten. Ich lass mal die anderen. Es ist übrigens so, ich nehme das hier gerade auf. Und gestern gab es quasi einen Hotfix. Da wurde der Henker ein bisschen angepasst. Das ist jetzt so. Normalerweise hat der Killer gesehen, wo dieser Käfig ist. Das haben die jetzt rausgenommen. Weil es wohl viele Killer gab, die dann hier gekämpft haben, weil man dann halt einfach nicht retten konnte. Und das ist jetzt so, wenn der Killer zu nah an den Käfig kommt, verschwindet der Käfig. Also es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, dass der Killer diesen Käfig blockiert und man quasi nicht retten kann. Es gab schon die ersten Leute, die gesagt haben, das möchte ich bitte bei den Haken auch. Ich weiß nicht so richtig, machst dich ja extra auf den Weg, um zu retten. Wenn dann jedes Mal der Haken verschwinden würde, weil der Killer zu nahe kommt. Ich glaube, damit ist dem Survivor auch nicht geholfen. Gehen wieder an den Generator, wo wir ganz am Anfang waren. Ich nehme erstmal. Es ist zwar nicht Ruin. Ich nehme das Totem trotzdem weg. Boah. David geht richtig auf in seiner Rolle als Totemzerstörer. Oh, die Fang kommt wieder. Wir wissen, Fang hat, glaube ich, ein paar Ping-Probleme. Oh, hier ist Sackgasse. Er hat aktuell eine sehr gute Map-Kontrolle. Er. Oh. Oh, oh, oh. Er schickt uns immer wieder weg von den Generatoren. Mal gucken, ob hier Ruin ist. Unten könnte es sein, da oben könnte es sein. Nee. Oh. Das ist ja jetzt ungünstig. Oh oh, schnell! Ich habe kein Balanced Landing und David ist gefühlt halt einfach mal 10 Sekunden stehen geblieben. Oh, ich wusste, dass der Killer übrigens Franklins mitnimmt. Wir hatten nämlich in der Lobby erst 3 Taschenlampen. Dann habe ich meine Taschenlampe wieder weggepackt, weil ich mir das denken konnte, dass das hier passiert. Franklins heißt, dass sobald der Killer dich schlägt, schlägt er dir quasi das Item aus der Hand. Ihr seht, ich habe da jetzt unten links keinen Werkzeugkasten mehr. Deswegen habe ich den auch schnell aufgebraucht.
Ah, die waren dort zu zweit. Okay. Also mindestens einer müsste herkommen. Das wäre ganz nett. Wir haben ja doch immer noch Ruinen am Start. Weit kommt oben rum. Wow. Na okay, dann los. Wenn ihr zu zweit seid, klar kommt, Leute. Dwight, du blockst mich. So kann ich nicht mitteilen. Wow! Das war richtig clever, Leute. Richtig clever, sag ich euch. Ich habe eine Taschenlampe. Rein theoretisch könnte ich blenden. Oh. Ich dachte mir gerade, was knistert denn hier so? Ich habe Ruin gefunden. Ich komme gleich näher. Baufeng. Ich dachte, der Killer kommt. Bist du gejagt? Wer wird gejagt? Oh. Hä, wo bin ich hingeglitscht? Was war das denn? Also ich glaube, der Server hat hier ein kleines Problem. Ihr habt das auch gerade gesehen, oder? Dass ich hier voll weggeglitscht bin. Die Ruine ist weg. Jetzt können wir hier mal Gas geben. Wir sind nur noch zu dritt. Das war knapp. Oh, hier liegt eine Spur. Ich habe zu lange gewartet. Zumindest arbeiten beide an Generatoren. Das finde ich schon mal gut. Aber das wird schwierig, diese Runde. Zumal die Feng, oder wer das da ist, ja, das ist die Feng, glaube ich. Die ist schon wieder durch diese Spur gelaufen. Das heißt, der Killer sieht, wo sie ist. Was soll das? Wenn du mich jetzt abfarmst, kannst du dich bitte woanders jagen? Nee, hier geht's nirgendwo raus. Wow. Wow.
Gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Runde ist nicht... Er hat... Er kam instant auf mich zu. Der Nurse ist calling. Er guckt instant zu mir. Wow, Fang, was war das denn jetzt für ein Move? Oh, hier liegt Dwight. Ich glaube, der hat Nurse's Calling dabei. Da ist er schon wieder. Schaffe ich's? Weiß nicht, ist die Feng. Ich wollte gerade fragen, ob Feng tot ist. Feng bleibt still liegen. Naja, dich hole ich jetzt noch mal runter. Unterm Haken. Okay, er jagt gerade die Fang da hinten. Der Killer hat eigentlich noch nicht so viel Erfahrung, glaube ich. Er nutzt seinen Strahlangriff, so nenne ich es jetzt mal, eigentlich selten. Kurz, ob hier ein Totem ist. Jetzt versucht das... Oh, Leute, warum rennt ihr denn immer durch diese Spuren? Ich hole mir mal noch 1000 Punkte ab. Ja, sie ist tot. Okay, jetzt bin ich mit Nea alleine. Zieht eine Spur am Generator. Ich habe halt keine städtische Umgehung. Es ist schwierig bei dem Killer. Genauso schwierig wie mit der Hexe. Er kommt hierher. Schaffe ich das? Er könnte rein theoretisch durch die Wand schießen. Oh!
ist ja gar nicht alleine. Huch. So, Nea, du beschäftigst ihn. Ich mache den letzten Gen. Es dauert ja nur 80 Sekunden. Oh, kein Balance. Landing. Guckt in meine Richtung immer wieder. Seht das, wenn unten diese Katze leuchtet, beziehungsweise der Balken hier am Gen kurz gelb wird, dann guckt er quasi in meine Richtung. Er schickt sie nicht in den Käfig. Hätte er eigentlich tun können. Ach, du meine Güte! Hat Barbecue. Ach, Kacke. Er ist immer durch den Raum gelaufen. Warum läuft er denn jetzt außen rum? Gib mir die Luke. Er gönnt einem auch nichts, ne? Er gönnt einem nichts. Immerhin konnte er mich nicht morien, weil ich... Obwohl doch. Eigentlich war ich tot am Haken. Egal. Schade. Die Luke hätte ja mal bei mir in der Nähe sein können. Meistens ist die Luke aber auf dem Außengang. Ich bin mittendurch gerannt. Okay. Schade. Schokolade. Wir gucken einfach beim nächsten Mal, ob es wieder besser läuft. In diesem Sinne sage ich für heute tschüss, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.